einen wunderschönen guten Abend. Eine neue Folge von Stadtclub TV bricht an. Gut 45 Stunden vor unserem großen Unterländer-Derby zwischen unserem VfR Heilbronn und unseren Gästen aus Türkspor und Neckarsulm. Und heute begrüße ich keinen geringeren als einen Spieler von unserem Gast, Hakan Aslantas. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Freut mich sehr. Hakan, erzähl doch mal etwas über dich, vielleicht eine kurze Vorstellung für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ich bin 37 Jahre alt. Ich habe Fußball in einem Dorf angefangen, TSV Reitern. Dort habe ich 6 Jahre in der Jugend gespielt, bin von dort nach Nürtingen zu den Kickers. Und von den Kickers durfte ich zum VfB Stuttgart in die Jugendabteilung. Dort habe ich bis zur A-Jugend gespielt, durfte bei den Profis mittrainieren. Das war für mich das Allergrößte in dieser Zeit. Unter Felix Magath. Oder Felix Magath. Das war also nicht oft, aber das war schon wirklich ein Highlight als 17-Jähriger. Ja. Vergesse ich niemals. Bin von dort dann in die Türkei, also ich musste wechseln. Durch eine hohe Ablösung hat mich der VfB dann sozusagen. Da kommen wir, glaube ich, nochmal drauf zurück. Du hast gerade schon erwähnt, U19 beim VfB Stuttgart gespielt, unter anderem mit Marco Gomez, Christian Gentner, Sammy Khedira, also namhafte Leute. Tobias Weiß. Tobias Weiß, genau. Was waren das für Erfahrungen? Du hast gerade schon gesagt, war eine tolle Zeit. Was macht den VfB aus deiner Sicht? Also diese Jugendarbeit hat mich eigentlich geprägt. Ich habe sehr viel gelernt, durfte die ganze Jugendabteilung durchmachen von der C2. Ja. Also alles, was ich über Fußball weiß, ist durch den VfB passiert. Ja. Und auch menschlich, auch Charakterwerte waren damals irgendwie ganz hoch beim VfB. Ich sage nicht jetzt, dass es nicht so ist. Ja. Ich weiß nicht, wir haben einfach viel gelernt. Das merkt man dann auch im Nachhinein. Das hatte ich geprägt, würde ich sagen. Für die ganze super Zeit. Zeit. Ja. Und wie kam es dann dazu, dass du den Schritt gewagt hast, von Stuttgart dann in die Türkei zu wechseln? Was war da ausschlaggebend? Also in dieser Zeit gab es auch in der Bundesliga keinen Markt für einen türkischen Spieler, okay, sozusagen. Ja. Also es gab keinen Nuri Sahin, keinen Mesut Özil, keine Spieler, wo man als Verein, sag ich mal, Profit machen konnte. Ja. Und in dieser Zeit hatte VfB die jungen Wilden und hatte einfach zu viele gute junge Spieler. Ja. Und durch diese Ablösesumme in der Türkei musste ich eigentlich dann sozusagen. Wo hast du gespielt, für alle, die es nicht wissen? Ich glaube, Ankara hast du gespielt? 5 Jahre in Ankara gespielt, bei Gençlerbirliği. Bin dann mit Kayserispor, Bursaspor, Konyaspor, Eskişehirspor, Karabükspor. 15 Jahre erste Liga, Super Sieg. Und Bursaspor war die erfolgreichste Station mit Platz 4, oder? Ja. Pokalfinale durfte ich zweimal spielen. Ja. Aber auch als Jugendspieler U19 durftest du bei der EM mitspielen in der Schweiz. Ja? Und ihr habt ja das Finale erreicht gegen Spanien. Finale. Und ganz knapp in der letzten Minute 1-0 nur unterlegen. Und was war das für ein Ereignis für dich als junger Spieler bei so einer EM, als Vize-Europameister dabei zu sein? Also wir durften gegen Deutschland im Achtelfinale spielen. Das war natürlich auch ein mit Highlight. René Adler, glaube ich, im Tor. Richtig, ja. René Adler, Marvin Comper, also das war natürlich etwas sehr Großes für uns. Wobei auch der türkische Verband unsere Tickets schon bei der Gruppenphase gekauft hat. Ah, okay. Ja. Weil keiner damit gerechnet hat, hat man auch im Viertel- und im Achtelfinale unsere Rückticket schon gekauft. Und wir sind bis ins Finale gekommen gegen eine spanische, sehr gute Mannschaft. Ramos. Sergio Ramos, Juan Fran habe ich gesehen, Soldado, ja, also ein namhafter Spieler. Sehr gut. Ja. Und ich habe Deutschland ja in der Vorrunde rausgehauen, ne? Im letzten Spiel 1-1. Und dadurch ist Deutschland nicht weitergekommen und ihr dafür in die K.O.-Phase.
Gab es da noch ein anderes besonderes Erlebnis in deiner Jugendphase? Beziehungsweise, was würdest du denn mit deiner Erfahrung, die du gesammelt hast, den heutigen Jugendspielern raten? Egal, ob das jetzt Türkspor ist, VfR oder sämtliche andere Unterländervereine. Also noch ein kleines Highlight war der Sinnelfinger Glasplatz, den ich mit dem VfB gewonnen habe. Ja. Und die halt eine ewige Elf gemacht haben. Ja. Durfte ich dabei sein, das war für mich auch was Unglaubliches in dieser Zeit, weil Barcelona, Manchester haben auch ihre Jugendabteilung dort hingeschickt. War ein schönes Erlebnis. Als Jugendspieler das an dem Fußball dran zu bleiben, ist vielleicht heute nicht mehr so normal, wie es früher war. Aber dran glauben, Profi zu werden, müsste eigentlich immer gleich sein. Also es hat auch nichts mit der Zeit zu tun. Der absolute Wille, etwas zu erreichen, den Ehrgeiz, nur das kann ich mitgeben. Okay. Ja. Schnelle Antwortrunde. Wer war dein bester Mitspieler, den du jemals hattest? Ich glaube, bei Kayserispor, ein argentinischer Rechtsmittelfeldspieler, Franco Cangele, der hat bei Boca Juniors die Jugendabteilung durchgemacht, hat dann mit 18 mit dem Trainer sich irgendwie verzankt, aber ein sehr unglaubliches Talent. Bester Gegenspieler? Bester Gegenspieler, ich glaube Samuel Eto'o. Oh. Ja, Franck Zicari. Ja. Keita. Kleberson, Quaresma war wow. Also Wahnsinn. Starke Spieler, ja. Wo ich. Dein Lieblingsstadion? Mein Lieblingsstadion, ich glaube, Kayserispor und Konyaspor. Okay. Dein Lieblingstrainer, den du jemals hattest? Also, ich durfte mit Christoph Daum arbeiten, bei Wurstersport. Das war auch ein Highlight für mich, ja. Weil ich auch aus Deutschland sehr lange weg war. Und dann einen deutschen Trainer hatte, das war was Besonderes. Okay. Aktuell dein Lieblingsspieler? Wer ist für dich der beste Fußballer? Hm. Aktuell? Also ich würde sagen Cristiano Ronaldo, ja. Weil wir gleich alt sind. Ja. Und also was er durchmacht gerade, mache ich auch ein bisschen gerade durch, weil es viel ums Alter geht. Er auch trotzdem fit ist, ja. Manchmal spielt, manchmal nicht spielt. Also ich glaube, wir machen gerade das gleiche durch. Okay. Im anderen Club. Ja, jetzt steht ja das große Topspiel an. Ihr seid noch ungeschlagener Tabellenführer. 15 Siege, 2 Unentschieden, keine Niederlage nach der Hinrunde. Grundsätzlich, wie nimmst du den Fußball in der Region hier in Heilbronn wahr? Also ich bin hierher gezogen, jetzt glaube ich seit 5 Monaten. Am Anfang war es eine schwere Zeit für mich, aber jetzt, ich wohne in der Innenstadt von Heilbronn. Okay. Und eigentlich... Mir gefällt es sehr. Okay, hast du dich gut eingelebt? Ja, jetzt mittlerweile. Ja. Wie ist da, wenn du direkt in Heilbronn wohnst, die Wahrnehmung vom VfR? Wie also, ich verfolge diese Zeitung, also diesen Lieder, glaube ich, irgendwie. Echo lesen wir natürlich, also den Sportteil natürlich mehr. Und auch beim ersten Spiel haben wir gesehen, dass der VfR natürlich einen 12. Mann draußen hat, den wo es bei den anderen Clubs in dieser Liga nicht gibt. Ja. Das ist schon natürlich was Schönes im Fußball. Ja. Da freust du dich natürlich jetzt auch auf das Spiel am Wochenende. Im Hinspiel waren es knapp 1200 Zuschauer. Die Zeitung Echo spricht von 1500 bis 2000 bei gutem Wetter. Durchaus realistisch, oder? Ich denke ja, weil auch unsere Seite... Letzte Woche in dem Spiel gegen Armeer Heilbronn waren auch sag ich mal, mehr wie sonst da. Ja. Und bei diesem Topspiel werden natürlich, es sollen auch die Leute kommen natürlich. Bei so einem sag ich mal, großen Spiel zwischen zwei Nachbarn. Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast deinen Lebensmittelpunkt jetzt nach Heilbronn verlegt, seit knapp 5 Monaten. Das heißt, du planst auch mittelfristig hier natürlich zu bleiben. Jetzt habt ihr ja einen gehörigen Vorsprung vor allen anderen und der Aufstieg in die Verbandsliga scheint ja nur noch Formsache zu sein von außen. Würdest du dann bei Aufstieg noch ein Jahr dranhängen oder ist das momentan noch Zukunftsmusik für dich? Also ich habe bis jetzt nur ein Jahr Vertrag bei Türkspor.
Und bei uns natürlich freuen wir uns über jeden Dreier, aber es ist halt noch nicht, sage ich mal, durch. Ja. Deswegen möchten wir bei jedem Spiel alles geben, immer alles geben. Diese zwei Unentschieden, wo wir hatten, das war wie eine Niederlage. Wir sind da auch immer nach den Spielen, verfolgen wir immer als erstes, wer hat Vorfall gespielt, wer hat Scheißheim gespielt, wer hat den gespielt. Und wenn es dann gepatzt wurde, dann gibt es nochmal 3 Punkte drauf irgendwie. Ja. Wir verfolgen das natürlich und wir wollen so früh wie möglich Erster sein, hochkommen. Das ist unser großes Ziel. Auch unser Präsident Ali Kemalpolo hat etwas erschaffen oder gemacht, wo man ist eine ganz besondere Mannschaft. Wie kam der Wechsel zustande, wenn wir schon beim Thema sind, Türkspor? Also ich in der Türkei hätte ich noch ein Jahr als Profi weiterspielen können. Ja. In der zweiten Liga, dritten Liga. Mhm. Ich dachte, ich möchte eher dann nach meiner Fußballkarriere in Deutschland verbringen. Mhm. Durch unseren Trainer, Fatih Cener, ist der Kontakt dann entstanden. Und unser Präsident Ali Kemalpolo hat dann den Rest gemacht. Also beide Formsache. Das heißt aber auch dann für dich, denn du willst die Fußballschuhe nach dieser Saison nicht zwangsläufig an den Nagel hängen oder planst du schon für die Karriere danach Trainerlaufbahn oder im Vorstand was zu machen oder ist das noch gar nicht spruchreif? Also ich möchte so lange wie möglich einfach auf dem Platz sein. Einfach Fußballer sein. Ja, genau, das Einzige, nicht das Einzige, aber das Beste, was ich kann, ist einfach auf dem Platz sein. Mhm. Und solange ich das schaffe, körperlich, möchte ich das durchziehen. Verstehe, klar. Wie gesagt, Topspiel am Samstag um 14 Uhr. Wir erwarten auch viele Gäste aus Neckarsulm von Türkspor. Was kannst du vielleicht nicht nur den Türkspor-Fans mit auf den Weg geben, sondern auch sämtlichen anderen türkischen Mitbürgern aus der Region? Vielleicht auch eine kurze Ansprache auf Türkisch in der Einladung ins Wacken-Stadion. Also erstmal möchte ich sagen, dass wir natürlich mehr Zuschauer erwarten hatten, auch in unseren Heimspielen. Mhm. Also da war es, glaube ich, letztes Jahr ein Stück mehr. Mhm. Also wir haben im Schnitt, glaube ich, 200 oder 300 Zuschauer. Das ist für eine Mannschaft, die noch nie verloren hat, finde ich natürlich zu wenig. Und ich möchte sagen, dass sie uns da natürlich unterstützen wollen. Ja. Bei so einem Nachbarderby. Wir würden uns freuen über ganz viele Zuschauer. Hafta sonu bizi yalnız bırakmayın. Çok güzel bir maç sizi bekliyor. İki takım gerçekten kaliteli bir takım. Bu yüzden cumartesi 14 Uhr. Saat 2'de sizi bekliyoruz. Türkspor taraftarı olarak. Sehr gut. Vielen Dank. Ja, Hakan, ich bedanke mich für deine Zeit. Schön, dass du hier im Habbe Hotel zu uns gekommen bist für dieses kurze Interview vor dem Spiel. Wie gesagt, in knapp 45 Stunden rollt schon der Ball. Und wir freuen uns, wie es auch das Echo geschrieben hat, auf ein Sportfest am Samstag, mal unabhängig vom Ergebnis, auf viele, viele Zuschauer, schönes Wetter und dass es natürlich auf den Rängen fair bleibt und auch auf dem Platz sportlich fair bleibt. Vielen Dank an deiner Stelle nochmal und allen anderen einen schönen Abend. Bis Samstag im Frankenstadion. Tschüss.